Moin Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge vom Landwirtschaftssimulator 2019 zusammen mit Zombie und Maudado. Hallo. Hallo. Meine Damen und Herren, wir wagen am heutigen Tag einen Neustart. Wir haben im Grunde genommen unseren kompletten Bauernhof abgerissen und werden jetzt eure Tipps befolgen. Ich habe mir sogar hier was auf eine Karte geschrieben, das ist eine Autogrammkarte übrigens. Und da steht, dass wir unbedingt eine Parzelle mit Wiese uns holen sollen und Schafe. Schafe sollen wirklich das sein, was am Anfang wirklich hilfreich ist, und zudem müssen wir tatsächlich erfolgreich Landwirtschaft betreiben. Ist eine Überraschung. Das Spiel heißt ja überraschenderweise Landwirtschaftssimulator 2019. So, Freunde, wir werden übrigens auch umziehen. Kommt mit, Jungs! Jawohl! Ja. Können wir eigentlich einfach von anderen Feldern klauen? Nein. Soweit ich weiß, gehört, wenn du auch hier auf das andere Feld gehst, hier steht, gehört Uwe Ziegler. Ja, was ist, wenn ich einfach mit meinem Trecker rüberfahre? Ja, wenn ich einfach mit dem Mähdrescher hier den Mais abernte, was ist das? Ja, aber ihr könnt doch nicht Uwe beklauen. Doch, wenn Uwe nicht aufpasst. Wenn Uwe nicht aufpasst. So, dann lasst uns mal... Wer spielt hier den Diebessimulator? Ich hab die letzte Folge habe ich abgedreht. Oh, okay. So. Es ändert nichts daran. Wir werden jetzt uns einmal zum Shop teleportieren, denn hier ist auch tatsächlich die Stätte, wo wir alles beginnen wollen. Wir wollen diese beiden Felder uns kaufen, weil, Leute, wir haben uns einfach ein bisschen verfranst dadurch, dass wir nicht so viel Ahnung hatten. Das Farmhaus war komplett unnütz und jetzt seht ihr auch oben rechts, dass wir 1 Million Euro haben und die werden wir jetzt sinnvoll nutzen. Der erste, wir haben 1 Million? Tipp, wir können in Rente gehen. Jetzt haben wir etwa Ahnung. Oh, wir sind fertig. Aber es müssten wir teilen. Oh, okay, dann verdienen wir doch lieber 3 Millionen. Genau, das machen wir jetzt. Und zwar kaufen wir uns Parzelle 30, denn auf diesem Tipp stand, dass man sich eben eine mit Wiese holen soll. Einmal kaufen für 181.000 und dann kaufen wir direkt hier das Grundstück darunter. So, perfekt. Dann benötigen wir jetzt den Fendt-Favorit 511C. Gesundheit. Dann gucken wir... Danke. Frontladeranbau? Ich glaube, ja. Da haben die Leute gesagt, das ist praktisch. Weil wir sollen uns auch keine Gabelstapler und so weiter holen. Bitte die Zwillingsbereifung. Was ist das für eine Megamaschine? Boah. Wir lassen den auf Standard, glaube ich, weil das hat er nicht gesagt. Okay, und wir sollen kaufen statt mieten, weil die Mietpreise ansonsten sehr, sehr hoch werden. Deswegen kaufen wir uns den. Sehr gut. Ja, aber wir können ja alle Aufsätze da drauf machen. Ja, genau. Das Gute ist jetzt auch, wir brauchen das Kuhn-Heckmähwerk. Okay. Dann wird der gekauft. Zack. Ui. Genau, ja, den muss aus, jetzt wahrscheinlich... Wird er ranpassen. Ja, hinten dran koppeln. Perfekt. Dann brauchen wir ein Heuwender. Hyperluten, guck mich an. Ja. Und ich mähe... Alter, krass. Aber fahr bloß gerade, sonst musst du da 27 Mal hin und her. Willst du mal? Ach ja, okay, ganz kurz. Alter Balloon. Ui, aber richtig gerade bin ich auch nicht. Also, ich habe noch nie eine geradere Linie gesehen. Es tut mir leid. Müssen wir das Gras auch irgendwie aufheben? Angeblich. Mit der Taschenlampe auf F. Also wir brauchen einen Heuwender zum Trocknen, einen Schwader und einen Ladewagen. Ja, was ist denn ein Schwader? Ein Schwader wird benutzt, um Gras, Heu oder Stroh in Bahnen abzulegen. Ja, guck. Ja, okay. Dann kauf ein. Aber welchen? Den von Kuhn. Ja, würde ich sagen. Wenn er, ich meine, wir haben ja schon Kuhn. Kuhn scheint ja ein guter Fabrikant zu sein. Oi! Was ist eine Maschine? Sollen wir Maudado sagen, dass er auf der falschen Seite ist? Nein. Oh, ihr habt's gehört, scheiße. Aber ich würde sagen, dass wir uns dann nochmal so einen Trecker holen, damit wir dann dort den Ladewagen, den Fentigo, ranpacken können. Aktivier mal den Schwader. Ja. Oh. Ui. Was eine Maschine. Das ist wirklich krass. Okay, für Zombie kaufen wir dann jetzt nochmal den Fendt. Ich würde sagen, einfach nochmal den. Den werden wir allerdings für diese Folge nur mieten. Falls wir jetzt einen Fehler machen. Ja, genau, dann könnt ihr uns verbessern. Genau. Müsste jetzt da sein. Ja. Und dann hole ich auch direkt den Fentigo. Den werde ich auch einmal nur mieten. Zack. Dann schön nach hinten dran. Jo. Dann werde ich mal gucken. Ich habe ihn, glaube ich. Ja. Sehr gut. Ach, guckst du an, Paluten. Ich bin so begeistert. Was ein Megateil. Du hast wahrscheinlich nicht mal geguckt. Doch, habe ich. Immer dürfen wir nur für dich arbeiten und nie guckst du. Papa ist nie stolz. Doch, Papa ist immer stolz. So, und Chef hat jetzt auch eine Karre. Hallo? Maudado, fang an. Ja, ich irgendwie, warte, ich muss erstmal beides irgendwie aktivieren. Okay, ich warte. Ja, gut.
Zumme hängt hier auf der Autobahn. Auf der Landstraße. Die können kurz warten. Okay. Maudado schiebt jetzt das alles in die Mitte, dass eine dünne Linie daraus wird. Genau, und du sammelst das dann direkt da hinten auf. Du hast ja diesen Übergang. Ja, genau, da habe ich auch. Guck, da dreht er sich da unten. Wie geil. Mach ich irgendwas? Ja, klar, du produzierst. Und jetzt müsste es eigentlich. Jawohl! Wir sind die Besten. Ja! Yeah! Krass, dass es funktioniert. Wo schiebst du es hin? Warum aufs Feld? Weil hier. Ich muss ja auch gleichzeitig mähen. Also, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Also, der Traktor tut sich echt schwer, hier bergauf zu kommen mit dem Riesending, muss ich gerade sagen. Okay. Maudado hängt mich ein bisschen ab. Ja, ist natürlich vielleicht auch nicht das beste Feld dadurch, dass es hier wirklich bergauf geht. Und das aber ist bergab werden wir schneller. Ja, bergab sind wir super schnell. Okay, dann schaue ich jetzt mal. Und zwar, dass wir probieren, weil wir wollten ja schon in Richtung Tierhaltung gehen. Ja, solange wir uns die Tiere noch leisten können, ist ja alles gut. Ja, genau. Und zwar Schafe. Schafe sollen das Richtige sein. An manchen Stellen nimmt er nicht all das Gras. Naja, ich sehe das gerade hier von der oberen Perspektive. Ja, sieht auf jeden Fall sehr spektakulär aus. Also ich glaube, dafür brauchen wir definitiv noch einen besseren Traktor, der das da oben überhaupt ziehen kann, weil Maudado hängt Zombie ja mega ab. Ich bin bald oben. Ja, okay. Ich möchte das ungern auf unser Feld draufbauen. Obwohl, wir haben doch hier so viel Gras. Das macht hier eigentlich, würde schon Sinn machen. Ja, bergauf geht's. Ah, Zeitskalierung erhöhen, wartet mal. Ja, du kannst, dass die Zeit schneller läuft. Ah ja, krass. Nein. Da wächst ja alles auf dem Feld. Krass, wie hier auf der rechten Seite auf einmal. Ja, da wächst alles. Da wächst jetzt das Weizen. Ah. Wow. Wow. Nee, ehrlich, weil das auf einmal so rausgeploppt ist. Aber das ist echt merkwerkwürdig. Wir haben jetzt 11.48 Uhr. Um 10 Uhr haben wir angefangen. Wieso ist das ganze Feld schon gewachsen? Jetzt, oh Gott. Maudado hätte fast einen Raben weggefahren. Kaluten-Superdünger. Ja, da kannst du mal gucken. Ich glaube, so ein richtiges Feld ist wichtiger, als jetzt hier so viel Gras zu haben. Ja, so ein bisschen Gras brauchen wir halt. Ja, genau. Oh, die Spur sieht fett aus, die will ich sammeln. Hey, kannst du nicht unter dem Weizenfeld was hinmachen? Nee, das passt leider nicht. Weil ich würde da unweigerlich immer auf das Feld gehen. Ich kann auch nicht zwischen zwei Feldern. Ich werde das hier oben drauf machen. Ist das Auto auch von uns? Ja. Oh, cool. Das Auto vom Chef. Und Manu? Ja, übrigens, noch um das kurz mal zu erwähnen. Manuel hat momentan einfach leider keine Zeit. Der ist super busy, Weihnachtszeit, ihr wisst Bescheid. Zack! Oh, Leute, da ist es. Ah, das wurde hier sogar so ein bisschen erhöht. Was hast du gerade gekauft? Was? 400.000? Ja, deswegen frage ich. Oh Gott, das war für... Oh Gott! Wir müssen hast du irgendwelche Atomschafe gekauft? Nein, habe ich nicht. Warum? Och, bestimmt. Ich weiß, warum. Oh, was ist denn hier passiert? Wegen der Lage, oder? Ja, weil der Boden hier wahrscheinlich erhöht werden musste. Ach so. Naja, weil guck mal, hier ist scheinbar auch ein kleiner Bug, weil ich bin unter der Map. Ah ja, ich sehe es, das ist ein Loch. Ja, okay, oh Gott, da falle ich gleich runter. Da würde ich sagen, warte mal, da werden wir gleich mal kurz gucken, dass wir das Geld uns wieder zurückholen. Eine Sekunde. So, Leute, wir haben alles hier repariert. Ich werde jetzt nochmal schnell schauen, ob das tatsächlich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hilfe. Hast du dich festgefahren? Ich bin zu langsam. Ja. Oh. Ich kann eine bestimmte Kurve machen oder so. Ja, ich wollte gerade notfalls zurücksetzen. Nicht zurücksetzen, sondern zurückfahren, weil das Zurücksetzen soll wohl auch nicht ganz so gut sein. So, hier müsste ich doch dann jetzt Schäfchen kaufen können. Genau. So, Schafe bestätigen, denn die sollen für den Anfang einfach am besten sein. Oder zumindest sehr, sehr pflegeleicht sein. Genau, sie brauchen nur Gras bzw. Heu. Soll ich Gras schon reinladen? Wenn du das in irgendeiner Weise kannst, wäre das natürlich perfekt. Da steht hier abladen auf Steuerung links. Ich weiß nur nicht, was passiert. Naja, der wird das dann wahrscheinlich hier einfach nur abladen. Also ich glaube, müsstest du wahrscheinlich hier so dran fahren. Aber wir müssen doch bestimmt auch die in so Heuballen pressen, oder? Ups. Ah, ich komme wieder raus. Nee, ich glaube, das Gras kann einfach so rein. Alter, ich komme hier nicht um die Ecke. Guck mal, Paluten. Ja? Der fährt einfach so. Hä? Wer? Er fährt einfach so. Also Maudado. Ja. Hä? Achso, sein Wagen da oben. Hast du den Tempomat angemacht und bist einfach ausgestiegen? Nee, ich habe einen Helfer eingestellt. Was? Man kann Helfer einstellen? Ja, die machen das dann für einen, aber die kosten halt. Wie viel kosten die denn? Ich habe keine Ahnung. Noch ist kein Geld weg oben. Oh, jetzt. Oh, der hat gerade 1 Euro verbraucht. Das ist ja nichts. Oh, noch 1 Euro. Oh, oh. Helfer E wird durch ein Objekt... Ja, ich entlasse den. Sehr gut. Erstmal schön die Mitarbeiter entlassen. Toll, Maudado!
So geht Deutschland vor die Hunde. Wir sind hier dabei, um Arbeitsplätze zu schaffen. So, Arbeitsplätze, apropos. Ich würde jetzt ganz gerne, warte mal, einen Mähdrescher, da kann man wahrscheinlich nichts mit dranhauen. Obwohl, man müsste doch auch an Mähdrescher hinten was ranladen können. Weil wir brauchen natürlich auch Wasser. Und dazu würde ich halt ganz gerne jetzt was, irgendwie nochmal einen Traktor holen, der sinnvoll wäre. Ja, man könnte ja trotzdem, ich miete jetzt trotzdem nochmal einen Mähdrescher, oder? Weil wir brauchen ja Wasser. Ja, solange du mietest, kannst du ja ein bisschen rumexperimentieren. Ja, genau. Okay. Oh, hier sind auch Großtraktoren. Vielleicht sollten wir den für dich erstmal mieten. Ah, da weiß ich aber nicht, welcher gut ist. Ah, hier ist auch einer von Fendt. Der G900 Vario. Ja, vielleicht klingt sind die nicht so mir. Gut bei Großtraktoren. Ja, das könnte sein. Er hat zumindest 305 PS. Wie viel hat man jetzt? Hat er auch Front- und Rücklader? Stimmt. Kann man nicht anbauen. Boah, krass. Man kann ihn richtig pimpen. Auf 400 PS. Ich guck mal, wie viel deiner hat. Krass. Du hast gerade mal 115 PS. Viermal so schnell wäre schon was. Stell doch einfach einen Helfer ein. Ich will doch selber arbeiten, Maudado. Ja, er braucht doch eine Beschäftigung. Sonst kriegt er. Kann doch auch Geld. Videospiele spielen. Mit Videospielen verdient man kein Geld. Das haben meine Eltern schon immer gesagt. Nur mit schöner Landarbeit. Ja, ich muss sagen, also ich meine, Leute, die das wirklich machen, also mit einem Bauer bzw. jemandem, der in der Landwirtschaft arbeitet, mit dem möchte ich nicht tauschen. Also Respekt an alle Leute, die das in irgendeiner Weise machen. Ich könnte das nicht. Soll ich jetzt einmal diesen Kassen kaufen? Wahrscheinlich auch ein Silo, um das ganze Heu zu speichern, oder? Ja, ich glaube. Man kann das aber auch irgendwo abgeben oder dann direkt mit Heuballen. Also Leute, schreibt das alles gerne unten in die Kommentare. Wir brauchen wirklich eure Hilfe. Ich möchte jetzt ungern nochmal unnötig Geld ausgeben. Ich habe davor Angst, dass ich jetzt hier irgendwie einen Fehler mache. Ja, wir müssen ja ein bisschen experimentieren, um zu lernen. Okay, aber wenn wir pleite sind... Dann alles meine Schuld. Aber bitte kein Silo, das ultra viel Feuer ist. Nee, ich hole jetzt erstmal den für Zombie, den nicht mehr 4 km/h Traktor. Ja, genau. Zack. Ja, da ist das dicke Ding. Ja, du brauchst den Traktor doch dann da, um das Wasserding zu holen. Stimmt, ja. Wer fährt der Wasser holen? Ich sehe es schon. Oh. Macht man das so? Kommst du das Wasser in den Tank? Du hast die falsche Seite, glaube ich, ins Wasser gesteckt. Warte. Nichts passiert. Okay. Du sitzt in meinem. Oh, ups. Warte, ich muss hier einmal. Ah, da. Ja. Stimmt, weil es gab ja den Knopf, den ich drücken das musste. Das kostet Geld. Wie viel? 480 Euro. Oh, das ist nicht gut. Wisst ihr noch, welchen Shortcut das war, das Ding zu öffnen? Mag einer ganz schnell nur einmal nachgucken. Was meinst du mit öffnen? Ah, warte mal, vielleicht habe ich ja auch, dass das Wasser eingeladen wird. Bei F1 so. Kannst du doch alles sehen. Ah, okay. Wollen wir tauschen, dass ich den Supertraktor hab? Ja, den können wir gleich machen. Ne, ich habe nur abkoppeln, weil das ist ja so ein Zusatzding. Warte mal, ich drück vielleicht einfach R. Ja, R war's. Zack, wird schön vollgeladen, das Ding. Haben wir jetzt eigentlich schon wieder Schafe gekauft, bevor wir überhaupt Essen hatten für die? Nein. Okay. Ja, wir hatten noch Essen, wir hatten noch was. Ja, klar, wir haben was. Aber was ist noch nicht reingeladen? Ja, stimmt. 30 Minuten werden die ohne Essen überleben. Das denke ich mir auch. Wenn das Feld in einer Minute wächst? Wo bin ich? Da. Ich komm. Hat man da schon wieder einen Helfer angestellt? Nee, ich fahr. Den Schwader machst du dann einen Megatraktor vorne ran, okay? Hä? Okay, wenn der da noch herkommt. Oh, alter Vater. Hä, hey, aber warum? Du warst doch schon schnell, Maudado. Hey, du hast den Megatraktor, das ist viel besser, weil du sammelst dann die auf, machst sie zu einer Linie. Okay, wir schauen einfach, wie schnell ich bin. So, einmal wird das Wasser aufgefüllt und dann abkoppeln. Und dann Herr Zombauer. Entführen. Ja, ohne Schwader bin ich kein Stück schneller. Okay, krass. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, dass Zombie mit dem Ding ein bisschen schneller ist. Ich hoffe auch. Aber das man müsste das ich. Gras doch jetzt schon da reinladen können. Probier das mal. Ich fahre den mal hier weg. Oh. Wo muss das Essen hin? Hier vorne. Hier einmal schön geradeaus durch. Warte, ich kann dir sagen, ob es irgendwas sagt. Es sagt nichts. Noch ein bisschen Steuerung weiter vor. I. Oh. Oh. Du musst ein bisschen weiter vorfahren. Und jetzt wenn du jetzt abladest, jetzt steht I da. Ja. Jawoll! Ja, Leute! Jawollo! Drei Traktoren, die Schafe sind aber sowas von versorgt. Ui. Es ist ein Träumchen. Ich kann fahren. Guck mal, Paluten, ich bin groß. Ja, nimm eine Schwader, Zirkel. Bist du jetzt schneller? Ja, ich kann, also viel schneller, ich kann fahren. Ich kann fahren.
Das ist sehr gut. Okidoki, meine Damen und Herren. Ich würde mal sagen, wir haben in der heutigen Folge definitiv schon mehr erreicht als in den letzten beiden Folgen. Schreibt weiterhin eure Tipps, Tricks, sonst was unten in die Kommentare. Da helft ihr uns auf jeden Fall sehr mit. Wir müssen mal gucken, wie schnell wir die ganzen Tipps weiterhin umsetzen können. Leute, schaut unbedingt bei Zombie und Maudado vorbei. Die sind beide ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und ja, dann gibt es morgen schon die nächste Folge um 14 Uhr. Und ja, habt dann noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.